Hallo, Sie möchten unseren neuen BMW Active Tourer kennenlernen? Dann sind Sie jetzt genau richtig. Ich werde Ihnen heute das Auto zeigen, Sie einführen in das Fahrzeug, damit Sie wissen, was Sie in Zukunft gerne fahren und kaufen möchten. Okay, wir starten mal mit dem Exterieur des Fahrzeuges. Das Fahrzeug hat ein sehr kraftvolles, dynamisches, selbstbewusstes Erscheinungsbild. Wir haben eine oktagonale Doppelniere, welche durch ikonisch ausgeführte LED-Scheinwerfer unterstützt wird. Die Seitenlinie des Fahrzeuges ist sehr dynamisch. Das erreichen wir durch eine flache A-Säule mit einer gestreckten Fensterlinie und flächenbündige Türgriffe. Im Heckbereich des Fahrzeuges entdecken wir die gleiche Dynamik des Fahrzeuges bei kraftvollen Schultern und wunderschönen flachen Heckleuchten in LED-Technik. Ja, okay, dann lassen Sie uns doch einfach in den großzügigen Fahrzeugraum hineinschauen. Ein modernes Design erwartet uns. Im Zentrum steht das BMW Curved Display, welches durch ein innovatives Bedienkonzept gesteuert wird. Ich sitze auf einem sehr komfortablen Sitz, der viele, viele Einstellmöglichkeiten hat. Und wenn ich möchte, kann ich optional noch einen Aktivsitz mit Massagefunktion hinzubuchen. Okay, dann lassen Sie uns doch mal schauen, was im Kofferraum alles untergebracht werden kann. So, der Kofferraum. Wir haben ein Ladevolumen von 406 bis 460 Liter in Abhängigkeit von den verstellbaren Frontsitzen. Wir haben eine Lehnneigungsverstellung. Wir können die Sitze komplett umlegen und erhöhen dann das Ladevolumen auf 1455 Liter. Da geht schon ordentlich was rein. Da ist die Familie gut versorgt, da ist der Urlaub gesichert. Kommen wir zu ein paar technischen Daten des Fahrzeuges. Das Fahrzeug ist um 4 cm gewachsen in der Länge, 2 cm in der Höhe und 2 cm in der Breite. Und das bei einem gleichgebliebenen Radstand. Momentan kann ich Ihnen drei Benzinmotoren anbieten. Einmal ein Dreizylindermotor mit 136 PS, einen weiteren Dreizylindermotor mit 156 PS und einen Vierzylindermotor mit 204 PS. Das Ganze wird ergänzt durch einen Dieselmotor, Vierzylinder mit 150 PS. Und wir werden Mitte des Jahres voraussichtlich zwei Hybridmotoren bekommen. Einen mit 245 PS und einen mit 326 PS. Das Ganze wird nachher mit 80 km elektrischer Reichweite ausgestattet sein. So, jetzt noch ein paar Worte zu den Ausstattungsmöglichkeiten des Fahrzeuges. Wie wir hier sehen, haben wir das M-Paket als eine Ausstattungslinie. Eine weitere Ausstattungslinie wird das BMW Luxury Line Paket sein und die Basic-Ausstattung. Ich lade Sie hiermit recht herzlich ein zu einer Probefahrt mit dem neuen BMW Active Tourer. Herzlich willkommen!